Herzlich willkommen zum Video, ich heiße Felix und im heutigen Video möchte ich euch eine neue Plattform namens BUSD Ride vorstellen. Und zwar, wenn wir hier direkt mal auf die Homepage springen, dann seht ihr, das Ganze ist noch vor dem Launch, so wie ihr das von meinem Kanal gewohnt seid. Ich lade die Projekte immer hoch, bevor sie launchen, damit hier jeder von euch die Möglichkeit hat, rechtzeitig einzusteigen. Und zwar, ihr seht hier oben den Timer, das Ganze launcht am 19.07., dem Dienstag um 14 Uhr deutsche Zeit. Das Video wird definitiv einige Stunden vorher hochkommen, dass jeder von euch die Möglichkeit hat, hier rechtzeitig einzusteigen. Für zukünftige Videos am besten den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr immer rechtzeitig informiert seid, da diese Projekte in der Regel relativ zeitsensibel sind. Dann wollen wir kurz auf die Plattform eingehen. Und zwar ist das Ganze eine Kopie vom Everest-Projekt, das ich im gestrigen Video schon erwähnt habe. Nur dieses Projekt läuft eben mit dem Stablecoin BUSD und es basiert wieder auf einer Dividendenstruktur, bei der man eben, wenn wir uns die Homepage hier anschauen, die Homepage sagt uns noch nicht allzu viel, aber dieses Bild hier ist sehr aussagekräftig, es ist im Grunde die gleiche Grafik wie beim Everest-Projekt. Und zwar steigt man hier quasi in die Auktion ein. Die Auktionen laufen Tag für Tag, 24 Stunden. Und wenn man in diese Auktion einsteigt, dann erhält man quasi für seine BUSD im Gegenwert Ride Token. Und diese Ride Token, wenn man sie gestaked hat, werden dann nach und nach an Tag 1 quasi, wenn man hier mit 100 BUSD reingegangen ist, werden diese 100 BUSD an alle Halter bzw. alles, was hier in diesen Pot eingezahlt wurde, am nächsten Tag ausgeschüttet. An Tag 2 wird quasi die gesamte Einzahlungsmenge der Investoren auf zweimal gesplittet, heißt, sie werden an Tag 3 und Tag 4 ausgeschüttet. Um noch ein Beispiel zu nennen, an Tag 10 werden alle investierten BUSD durch 10 geteilt und über die nächsten 10 Tage an alle Investoren, die eben diesen Ride-Token halten und gestaked haben, ausgeschüttet. Das ist erstmal das grundsätzliche Prinzip. Das Ganze läuft eben bis zu einem Cap von Tag 60 und wird eben immer durch die eigene Tagesanzahl, also Tag 16 wird durch 16 geteilt, Tag 35 wird durch 35 geteilt und so weiter. Das Prinzip sollte jetzt in diesem Fall klar sein. Wir haben hier unten auch noch eine FAQ-Sektion für alle, die das System noch nicht verstanden haben. Oder unter anderem hier auch eine PowerPoint bzw. ein Lightpaper, in dem man nochmal alles nachlesen kann. Das Ganze startet mit einer Tokenanzahl von 3 Millionen und die Tokenanzahl wird jeden Tag um 2% steigen. Heißt, es wird jeden Tag 2% mehr Token geben, die ausgeschüttet werden an die Investoren, die quasi durch die Investitionssumme geteilt werden. Dann gibt es grundsätzlich drei verschiedene Wege, wie man an diesen Token kommt. Der erste Weg ist natürlich einfach in der täglichen Auktion teilzunehmen. Ich würde euch dafür auch einfach empfehlen, die Everest-Videos anzuschauen, wenn ihr euch noch unsicher seid, da ihr hier quasi auch eine Auktionsplattform habt und hier über diesen Enter-Button auf der anderen Plattform wird das etwas anders ausschauen. Ich werde euch das gleich noch zeigen. Die Auktion betretet, euer Geld investiert, Token bekommt, diese Token dann staked und dann eben die Dividende ausgeschüttet bekommt dafür. Das ist grundsätzlich das Prinzip. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, eure Freunde zu werben und dadurch kostenlose Token zu bekommen oder eben die Ride Token zu staken und durch diese Funktion nochmal zusätzliche Token zu erhalten. Und ansonsten ist hier auch nochmal alles ganz genau aufgelistet. Die Plattform nimmt 7% Gebühren, ist etwas höher als beim Everest-Projekt, aber immer noch im Rahmen. Und was sonst noch zu erwähnen ist, bei der ersten Auszahlung erhält man einen 20% Bonus, wie das hier genannt ist. Wie das Ganze genau funktioniert, kann man hier im Detail nochmal nachlesen. Und das Referral-System, also wenn ihr über den Link, den ich unten in der Videobeschreibung habe, in die Plattform investiert, erhaltet ihr 1% der Ride-Token nochmal zusätzlich zu eurer investierten Summe dazu. Und ich als Referrer erhalte 5%, also quasi Win-Win für beide Parteien in diesem Fall. Dann wollen wir uns die ganze Plattform im Detail anschauen und zwar werden wir hier nochmal hochscrollen und eben auf Launch App gehen. Dann werdet ihr auf diese Seite weitergeleitet, könnt dann dementsprechend eure Wallet connecten. Ihr müsst euch natürlich auf der Binance Smart Chain befinden, könnt dann hier noch das Color Scheme ändern. Ich habe das Ganze immer gerne im Dunkelmodus, das einfach angenehmer ist für die Augen. Und könntet dann hier die verschiedenen Funktionen nutzen. Ich finde das schon mal schöner aufgegliedert wie im Everest-Projekt. Ihr habt hier oben die Social-Media-Kanäle. Ich würde euch immer empfehlen, in die Telegram-Gruppe zu gehen, einfach um über die neuesten News auf dem Laufenden zu sein. Und könnt dann, sobald das Ganze gestartet ist, eben sobald dieser Timer hier oben abgelaufen ist, in das ganze Projekt investieren. Würdet dann auf Lobby gehen und seht dann, sobald das Ganze eben gestartet ist, eure verschiedenen Statistiken hier alles aufgegliedert.
Ich werde natürlich auch nochmal ein Video machen, sobald das Ganze an den Start gegangen ist, damit hier jeder die Übersicht hat, beziehungsweise das Ganze nochmal aus meiner Perspektive sieht. An dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen, am besten immer von Tag 1, also direkt zum Launch, dabei sein bei solchen Projekten, um das Maximale an Rendite rauszuholen und unter anderem eben auch sein eigenes Risiko zu minimieren. Was noch wichtig ist zu erwähnen, und zwar, wenn wir hier nochmal auf die Haupt-Homepage gehen, das Ganze ist auch schon geaudited. Das Audit schaut etwas spartanisch aus, aber das ist einfach nur das Optische von dem Ganzen. Was hier wichtig ist, Sie sagen selber, Sie sind eine ROI-Style-App, die geforkt ist vom Everest-Token. Also das Ganze ist quasi ähnlich bzw. fast gleich aufgebaut. Sie haben verschiedene Funktionen abgeändert. Und eine Sache, die ebenfalls wichtig ist zu erwähnen, das Ganze wurde auf Hintertüren, also auf Scam-Skripte geprüft, laut diesem Audit. Also es ist nicht möglich, die Funds auszuzahlen an eine Nicht-Investor-Wallet. Ansonsten sehen wir hier alles nochmal aufgegliedert, die Fees sind nochmal übersichtlich dargestellt und wir haben hier auch nochmal eine Sektion mit Team Trust, also das ist das erste Projekt dieses Teams. Ich wollte das an dieser Stelle nur kurz erwähnen. Ihr solltet euch das selbst nochmal im Detail durchlesen, bevor ihr in solche Plattformen investiert. Das hier von meiner Seite ist nur eine Projektvorstellung, keine Finanzberatung oder sonstiges. Bitte seid euch dessen bewusst. Abschließend am besten den Wecker stellen, sobald ihr das Video jetzt zu Ende geguckt habt. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Seid direkt am Start, sobald das Ganze gelauncht ist. Wie gesagt, wenn das Video hochgeladen ist zum heutigen Tag, Dienstag, 19.07., 14 Uhr, geht das Ganze an den Start. Und dann könnt ihr hier USD investieren und erhaltet dann eben Dividendenrendite bis zu 25% täglich, die natürlich komplett davon abhängig sind, wie viele Investoren hier reinkommen und wie viele Investorengelder über die folgenden Tage in die Plattform investiert werden. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Projekt, gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit auf Twitter schreiben. Der Link ist unter anderem in der Videobeschreibung oder hier auf meinem Kanalbanner. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video bzw. zur nächsten Projektvorstellung wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.